Lisa den ganzen Tag in der Fluchtgruppe oder große Teile des Tages in der großen Ausreißergruppe heute unterwegs. Beschreib mal deinen Tag. Ja, war jetzt nicht so erwartet. Allein, dass ich hier war, war auch nicht erwartet. Ich wurde am Montag leider krank und habe dann die ganze Woche nicht trainiert. Also ich kam hier in das Rennen sehr frisch, war erholt. Also ich war jeden Tag mit Ina und mit dem Teamdoktor in Kontakt und war heute auch gesundheitlich bereit, um Rennen zu fahren, aber nicht bei 100%. Das habe ich dann natürlich dann irgendwann auch gemerkt. Ich meine, ich bin selten mit durchgegangen, lag hinten drauf und die ersten Kopfsteinpflasterstücke konnte ich mich immer gut positionieren und es lief ganz gut übers Pavé. Ja, und hinten raus, wenn die Beine dann schwer werden, dann die Pavé-Stücke werden brutaler und ja, das war schon enorm und gerade auch Allison Jackson, ja, die hat, wenn die da nach vorne gefahren ist, wusste ich genau, okay, jetzt wird's schwer. Dann bin ich einmal schon mal weggeflogen bei Mont-en-Pével, hab's dann wieder zurückgeschafft. Ich habe einfach alles gegeben und gekämpft, auch einfach für die Mannschaft. Und dann am Carrefour de l'Arbre kamen die von hinten und dann bin ich nicht mehr ganz mit drüber gekommen, um denen nochmal zu helfen. Und dann habe ich mich halt in die nächste Gruppe reingehockt und bin dann ins Ziel gerollt. Das war dann so aus meiner Sicht. Aber ja, die letzten 20 Kilometer, also nach 25, hat es mich ja dann richtig aufgestellt. Ja, das war einfach brutal, das Radrennen. Also ja, ich glaube, das ist somit das brutalste Radrennen, was es gibt. Und war auf jeden Fall für meinen Zustand, denke ich, ganz zufriedenstellend und ist natürlich auch ein gutes Radrennen für mich. Hat schon auch natürlich Spaß gemacht, gerade in der Spitzengruppe über die Kopfsteinpflasterpassagen mit den Menschen drumherum, die uns angefeuert haben. Das war schon sehr besonders. Ich muss das jetzt erstmal alles ein bisschen sacken lassen und vor allen Dingen meinem Körper mal nochmal ein bisschen Ruhe geben. Die Gruppe war sehr groß. Wusstest du immer, wie der Abstand nach hinten ist und hattest du das Gefühl, dass die Gruppe tatsächlich durchkommen kann? Ja, also ich hatte dann schon irgendwann das Gefühl, also nach den ersten drei Sektoren hatten wir immer noch 5 Minuten 30 und dann dachte ich schon so, oh je, und die haben von hinten richtig gedrückt, also auch gerade mein Team und ich wusste genau, was soll ich jetzt machen, ich muss mich hier jetzt so gut wie es geht schon und da hinten drauf bleiben. Für mich ist es immer mal gut, in der Spitzengruppe zu sein und so möchte ich genau meine Rennen bestreiten. Aber es kann halt nicht sein, dass man mich dann halt 25 Kilometer vom Ziel dann nochmal richtig abstellt. Das hat mich natürlich wahnsinnig geärgert und da halt auch überhaupt dann kein großes Ergebnis für die Mannschaft einfahren zu können. Auch wenn Longo und Lucinda eben von hinten gekommen sind, ich konnte denen dann auch nicht mehr richtig helfen. Und es war gut, dass jemand drin war, aber es war dann natürlich schon schade, dass ich da nicht mehr machen konnte. Ja, ich denke, ich habe bewiesen, dass ich eine gute Fahrerin für das Rennen bin. Aber es ging ja darum, um das Rennen wieder zu gewinnen in der Mannschaft. Und ja, aber wir haben, denke ich, alle miteinander alles gegeben.